Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP dran und wir fahren fort mit Let's Play Okami HD. In der letzten Episode haben wir es ziemlich weit in dieses Festungsdingsbums auf der Uni-Insel geschafft und heute wollen wir nun weitermachen. Wenn ich mich irgendwie, naja, komisch anhöre, mir ging relativ viel Minuten auf Material verloren. Weil einige Leute einfach nicht aufpassen können, wo sie ihre Telefonate führen. Obwohl sie sehen, dass einige Leute etwas tun, bei dem sie wissen, vielleicht sollte ich jetzt ein bisschen leise sein. Ist das nicht toll? Ja, toll. Da kann ich jetzt nicht rauschen, ist klar. Aber gut. Genug davon. Ich habe jetzt eine halbe Stunde gebraucht, um mich wieder abzuregen. Und jetzt will ich meine Zeit diesem wunderbaren Spiel... Naja... geben, würdigen, wie auch immer. Denn dieses Spiel ist wunderbar und es verdient all unsere Zeit. So, jetzt, hier unten gibt es noch ein paar Dinge zu erledigen, nämlich erstmal das hier. Kann ich eigentlich meinen Zzzz benutzen? Um die Köpfe da platt zu machen? Nö. Okay, ich muss sie exorzieren. Ja, so schon mal gar nicht. Zack. Oh nö, wieso habe ich jetzt Schaden genommen? Ich dachte, mein Schild wäre voll. Ist aber nicht. Ich hasse den Oktober. Der Oktober ist immer Februar geworden. Und ich dachte nicht, dass das möglich wäre. Das ist möglich, ja. Yay. Ja, fahr zur Hölle, du Dämon. Fahrt hin, wo du herkommst. Und so weiter und so fort. Boom. Wieso habe ich jetzt Schaden genommen? Das... Aber der vorigen Aufnahme hatte ich noch ein Schild. Ich verstehe das nicht. Je ne comprends pas. Es ist incroyable. Gut, dann benutzen wir das Unteil. Jetzt sollte es gelb sein. Genau, da wollte ich ja noch hin. Weil sich da ein paar Pets befinden. Die uns ein bisschen Geld geben und Heilung, genau. So, da ist noch etwas. Ich kann irgendwie keine straighte Linie ziehen. Krass. So, da müssen wir hinein, um die Truhe und den Schlüssel zu holen. Und mit dem Schlüssel können wir dann, wenn ich mich nicht irre, das hier... hier die Tür da hinten aufmachen. Denn... Was mache ich da? Hier... sehen wir so eine... So ein Dings. Und, was ist das denn? Was ist mit dieser Wand? Spar dir deine Kraft. Sieht für mich ganz schön stark aus. Hey, warte. Ich spüre eine schwache Brise durchkommen. Ja, ja, wir werden diese Wand schon irgendwie aufkriegen. Keine Bange, Leute, keine Bange. Das wird sich schon alles von selbst erledigen. Oder durch unsere Hand. Ja, natürlich, durch wessen Hand denn sonst? Mit unserem göttlichen Pinsel und so weiter und so fort. Das wird richtig bombig. Der Knaller. Ah. Oh ja, die Laune wird... Nee, okay, mir fällt einfach jetzt mal ein. So, jetzt muss ich mich aber theoretisch... Ich will nicht, dass die Episode an einem blöden Zeitpunkt endet. Es wird wahrscheinlich sogar die letzte Episode auf der Uni-Insel sein. Wir sind nämlich schon wirklich weit vorne. Genau, hier ist noch eine Tour. Und das ist... weiter. Ja, relativ cool. Yay, her mit der Vergeltung. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich euch gezeigt habe, wie Vergeltung aussieht, wenn sie benutzt. Aber ich glaube... Verdammt. So. Ich glaube, ich werde sie euch beim Bosskampf zeigen. Einfach so. Gut, ihr seht, was wir hier tun müssen. Wir müssen den Schlüssel loslassen, damit wir da runter können.
der Schlüssel mit? Da ist der Schlüssel! Jui! So. Ich will das jetzt aber so machen, dass ich zuerst mal da die Wand springe. So. Boom. Und dann will ich die Schlüssel irgendwie gleichzeitig tragen. Also nicht gleichzeitig, sondern... Na gut, wir öffnen zuerst das Ding und holen uns den Schlüssel nachher. Na, Typi. Und... Bäm, zerstört. Ich muss heute auch noch in die Stadt. Es ist der 1. Oktober und ich bin schon... Oktober? More like Noptober. Na, der Oktober wird zum Noptober. Noptober. Ja, ja. Aber im Oktober geschehen wenigstens coole Dinge. Homestuck fängt wieder an zu updaten. The Legend of Korra kriegt die 4. Season. Also die fängt am 3. Oktober an. Ich bin natürlich da nicht zu Hause. Heute kommt eine neue Episode von Welcome to Night Vale raus. Yay! Ich sag ja auch nicht, dass das Februar schlecht ist. Von den Dingen, die passieren. Aber manchmal... Ach, manchmal ist es einfach alles zu viel. Zu viel, zu viel, zu viel. Yay! Oh mein Gott. Bin ich eigentlich wirklich jähzornig? Ich meine, gut, manchmal werde ich wütend. Was falsch ist, oder? Was soll's. Hey, Tobi. Mein Herr. So, ihr habt es also bis hierher geschafft. Ich muss euch leider mitteilen, werter Herr, dass der Spaß zu Ende ist. Es ist meine eigene schworene Pflicht, hier zu wachen. Aber während unserem kleinen Wettkampf, oh, wie soll ich das denn ausdrücken, habt ihr meine Zuneigung gewonnen, werter Herr. Der Anblick von euch, wie ihr euer Leben in einem eleganten Sprint riskiert, das ist etwas, das ich einfach nochmal sehen muss. Habe ich als Torwächter versagt, da ich so fühle? Also, versteht ihr, werter Herr? Ich möchte ein Leben voller Wettkämpfe leben. So weit zu kommen, um dann aufzugeben? Nein, so bin ich nicht. Es ist mir egal, ob ich als Torwächter versage. Lasst uns dieses Rennen zum allerbesten Rennen machen. So, machen wir. Ja, wir haben die Goldglückskatze und die zieht all das Geld an. Jetzt müssen wir hier hoch. Aber wir müssen vorsichtig sein, weil da die Dinge aus dem Boden spießen. Hui! Und uns aufspießen wollen. So, ich glaube, das war nichts mehr. Also gehen wir weiter noch durch das goldene Torlein, das unsere Erinnerung speichert. Gut, dass das nicht permanent ist. Wieder so ein Ding. Tuff, tuff. Vergiss es. By the way, habt ihr schon den Charakter-Creator für Dragon Age Inquisition gesehen? Ich glaube, falls wir mal einen Dragon Age Inquisition-Stream haben... Kommen wir beim ersten Stream nicht da raus. Dammich. Kommt schon, Leute. Lasst euch einfach treffen. So, und jetzt... In der letzten Episode habe ich quasi herausgefunden, was die dazu bringt, den Mond zu droppen. Es ist Donner. So. Wir sind einfach unsere... unglaubliche Geschwindigkeit nutzen, um die Typen platt zu machen. Und zipp. Krieg mir noch mehr Dämonenzähne. Wuhu. Und 10.000 Yen. Yay. So, diesmal bin ich sogar schneller als die vorige Aufnahme. Das ist mir aber auch nicht passiert. Toll. Wieder falle ich auf das rein. Ach ja. Was soll's. Ja, ich wollte eigentlich da durchspringen, aber gut, und dann halt nicht. So. Und jetzt seht ihr, kommt langsam eine Stelle, die ich nicht so mag. Hier. Die habe ich aber bravourös gemeistert in der letzten Aufnahme. In der vorigen Aufnahme. In der Aufnahme, die nicht sein sollte. Genau, und hier ist dann das Unsägliche passiert. Darf ich bitte die Kamera? Danke. Verdammt. Ich habe es eigentlich geschafft, da hochzujumpen.
dass das Zeug da einfach erhalten bleibt. Ich muss einfach mit Anlauf da drauf springen. Zack. Zack. So, da oben wartet seine Blockierspinne auf uns. Aber das ist kein Problem. Wir können das nämlich... so schaffen. Das... hallo Blockierspinne, das war jetzt ein bisschen peinlich. Oh, kommt schon, Skills. Sei doch nicht so. Nom nom, danke fürs Essen. Na gut, dann gehen wir wieder rauf. Komm. Und versuchen das nochmal, denn wir wollen die Truhe ja haben, ne? Schätze und so. Schätze sind toll. Man darf Schätze nicht einfach hilflos zurücklassen. Vor allem nicht auf der Uni. Das wäre ja... eine unsägliche Gräueltat. Nö, es geht nicht darunter. Verdammt! Thing ist, es ist relativ schwierig, hier so vorbeizukommen. Komm schon. Ich kann den Typ eben nicht wegmachen. Der blockiert es einfach. Oh, rüberjumpen kann ich aber auch nicht, weil ich nicht genug Anlauf nehmen kann. Es ist... ja, Spiel. Das hast du nicht erkannt. Das ist nett von dir. Ja, es ist relativ anstrengend. Komm schon. Das schaffen wir. Wir haben bisher alles geschafft. Oh ja, das haben wir. Außer das mit dem Herz zeichnen, aber ich kann auch im richtigen Leben keine Herzchen zeichnen. Eine Seite sieht immer perfekt aus und die andere eben nicht. Vielleicht, wenn ich das jetzt mache. Nein. Aber ich könnte theoretisch unten lang. Ja, komm. Geht doch. Yay. Das war schön. Und wir kriegen natürlich eine Perle. Aber keine verstreute. Gott sei Dank. Gut, dass es hier keine verstreuten Perlen gibt. Das wäre in der Tat schrecklich. Weil sind wir schon hier. Guckt euch mal an, wie das hier aussieht, Leute. Das ist richtig cool. Da oben wartet Tobi auf uns. Und hier ein weiterer Kampf. Aua. Stimmt, das tut ja weh, wenn das Teil explodiert. Upsi. Wieder kein... ach. Hab ich da nicht ohne Schaden geschafft. So kann das doch nicht weitergehen. Was, wenn das so bleibt? Na, ich sollte wahrscheinlich viel Geld einsetzen. Ich würde euch jetzt zeigen, wie das Ding aussieht. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich es jemals eingesetzt habe. Boom! Yay, gut gemacht, nicht. Naja, oh, wir haben schon fast eine 500.000 Yen. Holy. Cool. Das gefällt mir. Nein, ich wollte eigentlich die Pötte zerdeppern. Weil ich Gesundheit brauche. Ja, Essen ist auch nett. Voll das Gewitter im Gebäude drin und wir sind schon, guck dich mal das an. Wir sind schon fast an der Spitze der Uni-Insel angelangt. Genial, oder? Und eigentlich will ich nicht die Blitze einsetzen. Ich will einen Kraftstreich machen. Genau, hier kommt ja noch einer von denen. Ich bin Blockkopf. Ich bewache diesen Ort, sodass alle passieren können. Es sollte heißen, sodass niemand passieren kann. Ja, du bist es schon wieder.
Möchtest du wirklich, dass ich weiter auf deine Schwachpunkte zeige? Wovon redest du da? Nun, wo war ich? Oh ja. Du bist dieser schreckliche Mörder, der meine Brüder abgeschlachtet hat. Der weiße Dämon des Todes. Sieht so aus, als hättest du einen neuen Spitznamen, Fellknäuel. Ich habe deine Ankunft vorausgesehen. Ich bin der Schattenherrscher der Uni-Insel. Sei gewarnt, ich bin total anders als meine Brüder. Du magst zwar der weiße Dämon des Todes sein, aber mich wirst du nicht erschlagen. Und jetzt verschwinde, hier kommt niemand durch. Ja, das will ich mal sehen. Okay, Konzentration. Das meine ich mit... Boop. 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 Es war doch richtig. Ja, ist das die wahre Macht des weißen Dämon des Todes? Wie enttäuschend. Ich zeig dir gleich meine wahre Macht, du Blockkopf. Baff. Komm schon. Zack, zack. Okay. Zack. 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 Komm schon. Oh, du meine Güte. Das ist also die wahre Macht des weißen Dämons des Todes. Du hast so leicht auf meine Schwachpunkte zielen können. Und dabei habe ich so hart trainiert, um sie zu verbergen. Ich, Blockkopf, gestehe bei der Niederlage ein. Dennoch bin ich der Schattenherrscher der Uni-Insel. Zumindest entehrt mich nicht in der Stunde meines Todes. Ich möchte in Ehren ins Jenseits einziehen. Ah, 17 Minuten, noch 3 Minuten. Ja, das sollte hinhauen. Hey, Tobi. Ich kann euch tatsächlich nicht das Wasser reichen, werter Herr. Eure Augen, immer auf die Zukunft gerichtet, haben euch zum Höhepunkt geleitet. Natürlich meine ich nicht unsere kleinen Rennen. Oh, mächtiger Krieger, der ihr die höchste Spitze der Burg auf der Uni-Insel erreichen wollt. Der wahre Höhepunkt eurer Abenteuer ist nah. Tobi hat noch nie zuvor diesen Drang sich zu messen verspürt, weder Herr. Auch wenn ich mich euch nicht anschließen kann, so will ich mich von euch mit einem letzten Sprint verabschieden. Mist. Nun gut, werter Herr. Jetzt das Rennen, um alles zu beenden. Macht es zu einem, das ich niemals vergessen werde. Ja, wir machen es uns natürlich leicht. Da können wir unmöglich rüberspringen, aber es sollte theoretisch möglich sein, eine Bombe hinzuklatschen. Theoretisch möglich, ne? Theoretisch möglich. Wenn ich es schaffe, einen Kreis zu zeichnen. So, denn ihr seht, jetzt haben wir die Blume freigeschalten. Das ist denn ganz einfach. Also gut, Tobi. Dann wollen wir mal. Eigentlich wollte ich nicht das machen, sondern das. Wuhu! Das war ganz knapp. Wirklich überragend, werter Herr. Ich bin froh, dass wir uns so verabschieden können. Ich hoffe, mein letzter Sprint hat euch erfreut, werter Herr. Du bist gar nicht mal so schlecht für ein Stück Papier. Und auch wenn du ein Feind bist, so finde ich doch, dass du unseren Respekt verdienst. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ein so großer Mann, wie ihr es seid, in meinen letzten Augenblicken dabei ist. Hey, Müll! Warum sprichst du so, als würdest du jede Sekunde verschwinden? Ich habe gegen die Vorschriften verstoßen und werde deswegen ausgelöscht. Deshalb muss ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich werde jetzt den Preis dafür bezahlen, dass ich meine Pflichten als Torwächter vernachlässigt habe. Du meinst... Oh, trauert nicht um mich, werter Herr. Das war das Leben, das ich mir gewünscht hatte. Es bedeutet mit viel und niemand kann mir das je nehmen. Auch wenn ich nur als ein einfacher Dienergeist geboren wurde, so sollte ich doch zumindest bei meinen Dahinscheiden tun und lassen können, was ich möchte. Ansonsten wäre mein Leben eine Verschwendung gewesen. Ich fürchte, ich werde euch nicht den Rest eures Weges führen können.
Ich wünschte, ich hätte etwas, das ich euch zum Abschied schenken könnte. Aber leider muss ich mich mit leeren Händen von euch verabschieden. Bitte vergebt mir. Lebt wohl, werter Herr. Und viel Glück. Tobi, nein. Oh, er wurde zu einer Blume. Tobi, es war mehr als nur ein kleines Rennen. Vielleicht wäre ich ohne dich gar nicht so weit gekommen. Mit diesem wahren Geist des Wettkampfes, den du mir gezeigt hast, kann ich mich nun selber der Herausforderung meines bisherigen Lebens stellen. Genau, das meine ich. So viele Gefühle für ein kleines Stück Papier zu hegen, das ist doch... Rest in peace. Ja, danke. Danke. War das jetzt so nötig? Hey, ich hab's geschafft, ich bin darauf gekommen. Deshalb muss man den Schlüssel so lange behalten, weil man dann noch zu einer Truhe kommt. Yay. So. Also ich denke, das ist ein nutzloses Ding. Es ist nicht nutzlos. Wir kriegen nicht ein Kristall. Und das ist sehr viel Geld. So, Leute, ich würde aber sagen... Das war's für heute. Und in der nächsten Episode stellen wir Neunschwanz. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.